Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Wohlstand der Welt, er wird gerade neu verteilt. Und welche Rolle Deutschland, welche Rolle das Saarland dabei spielen, das ist bis heute eine offene Frage. Deglobalisierung, eine zunehmende Abschottung von Märkten, Digitalisierung und natürlich Dekarbonisierung, dass der Klimawandel gestoppt wird. Und das Schützen von Umwelt, Natur und Mensch, das zählt zu den großen Menschheitsaufgaben. Und deshalb ist es richtig und deswegen begrüßen wir, dass sich ein Großteil der Staaten, fast alle Staaten, auch zu den Klimaschutzzielen, die in Paris vereinbart worden sind, auch bekennen. Wir befassen Sie heute mit unserem Antrag zum Thema Antrieb der Zukunft, weil das eine der entscheidenden Fragen ist. Auf der einen Seite dafür, dass wir Natur und Umwelt schützen können, dass wir das Klima schützen können, aber auf der anderen Seite, weil die Frage, was der Antrieb der Zukunft ist, ganz entscheidend für die Zukunft des Saarlandes ist. Und wer mutwillig und ideologiegetrieben modernen Verbrennern den Garaus macht, der hat massive Folgewirkungen für das Saarland mindestens billigend in Kauf genommen. Transformation, das ist für uns im Saarland nicht irgendein Thema. Die Frage, was der Antrieb der Zukunft ist, ist ganz entscheidend, und zwar für jeden einzelnen Saarländer. Noch immer sind über 40.000 Frauen und Männer im Automotive-Bereich beschäftigt und ein Großteil davon im Bereich des Antriebsstrangs. Und wie der Wirtschaftsminister eben in seiner Jungfernrede auch bekannt hat, die zweite Quelle, wie er eben gesagt hat, bitte? Ah, das haben Sie verpasst, Frau Ministerpräsidentin, hat eine inhaltlich ging so, aber sonst eine gute Rede gehalten. Aber Sie können es nachher vielleicht nachschauen. Ansonsten die Einordnung sollte Ihnen reichen. Aber wie Ihr Minister zutreffend gesagt hat, eine zweite Quelle der Versorgung ist wichtig. Und deswegen geht es auch in unserem Antrag darum, dass wir eben nicht einseitig eine Art des Verbrenners, eine Art des Antriebs eben bevorzugen. Und das, was Sozialdemokraten und Grüne auf europäischer Ebene vorangetrieben haben im Europäischen Parlament, das war eben genau diese Bevorzugung einer Antriebsart, nämlich des Bereichs des Elektromotors. Und wir waren vor Ort, Stefan Toscani, Roland Theiss und ich, und haben uns zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen der EVP-Fraktion, also der CDU-CSU, in Straßburg und Brüssel dort informiert und ausgetauscht. Und es ist gut, dass die Abgeordneten der CDU und der CSU in Brüssel, in Straßburg dafür gesorgt haben, dass es eben, oder das versucht haben zu verhindern, was dann doch vom Europäischen Parlament verabschiedet worden ist, nämlich eine einseitige Festlegung auf einen Verbrenner aus 2035. Und die Kritik, die gab es von vielen Seiten. Ich zitiere nur mal hier bei uns vor Ort, weil es eben vor der Haustür liegt, die Autoregion Saarland. Sie sprechen von einem industriepolitischen Desaster, auch für das Saarland. Das Zitat geht weiter. Es ist unfassbar, mit welcher Leichtfertigkeit und Ignoranz die Parlamentarier in Brüssel und Straßburg gegen die Interessen der Menschen entscheiden, die sie gewählt haben. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, das, was Armin Gehl, was die Autoregion äußert, das ist keine Einzelmeinung. Klimaneutralität, das ist unser gemeinsames Ziel, aber mutwillige Vorfestlegungen, das schafft neue Abhängigkeiten und das belastet am Ende die Umwelt. Wir setzen uns in unserem Antrag dafür ein, dass es technologieoffen passiert. Und da ist der erste Punkt, was passiert denn eigentlich mit den Bestandsfahrzeugen? In Deutschland gibt es heute 35 bis 40 Millionen Bestandsfahrzeuge im Bereich klassischer Verbrenner. Weltweit sind es 1,5 Milliarden Fahrzeuge, die als Verbrenner unterwegs sind. Denen hilft es nun mal nicht, wenn es jetzt eine Vorschrift gibt zur E-Mobilität. Es hilft ihnen viel mehr und es hilft dem Klima viel mehr, wenn es hier eben auch im Bereich zum Beispiel von E-Fuels schon jetzt Möglichkeiten gibt, auch im Bereich der fortschrittlichen Biokraftstoffe schon heute Möglichkeiten gibt, eben einen Beitrag zur Entlastung von Natur, Umwelt und Mensch zu leisten. Der zweite Punkt. Was bringt es in ländlichen Gebieten, zum Beispiel in Nordeuropa, in Osteuropa, in anderen Teilen der Welt, wenn es dort eben auf absehbare Zeit keine Möglichkeit gibt, an jedem Ort E-Mobilität nachzutanken? Und was passiert eigentlich als dritten Punkt mit den 1,5 Milliarden Fahrzeugen mit klassischem Antriebsstrang, die heute weltweit unterwegs sind? Sollen die verschrottet werden? Das nützt weder der Umwelt noch denjenigen, die eben das Fahrzeug fahren. Ein anderer Punkt. Ich will das nur andeuten, weil es eindeutig ist. Warum wird nur am Auspuff gemessen? Es geht die gesamte Lieferkette, die gesamte Kette der Wertschöpfung eben auch in den Blick zu nehmen. Das Gleiche gilt auch für die Bedingungen, unter denen der Abbau zum Beispiel von Kobalt stattfindet. Und ein sechster Punkt, was ist eigentlich mit anderen Technologiearten?
Was ist zum Beispiel damit, was in Australien momentan schon in Serie ist, nämlich einem Solarauto? Es gibt auch in Deutschland ähnliche Start-ups, die in diesen Bereichen forschen. Reichweiten von 1000 Kilometern sind möglich. Und der siebte Punkt, der ist mir ganz persönlich sehr wichtig, es ist auch eine soziale Frage. Fahrzeuge, die über 30.000 Euro kosten, sind halt ein paar Geldbeutel zu groß für viele Frauen und Männer hier in Deutschland. Autofahren, das darf kein Privileg sein. Ich sage ganz bewusst, persönliche individuelle Mobilität muss auch morgen möglich und erschwinglich sein. Das jedenfalls ist die Ansicht der CDU hier im Saarland. Und der andere Punkt ist, es geht Know-how verloren. Bosch sagt eindeutig, Stefan Hartung sagt eindeutig, ich zitiere, die verbindliche Technologieentscheidung für das Jahr 2035 schränkt den Spielraum für Innovation stark ein. Man trifft so Annahmen über einen Zeitraum von 13 Jahren hinweg, ohne die Bandbreite möglicher Innovationen zu kennen. Weltweit wird es ohnehin weiter Autos mit Verbrenner geben. Europa sollte in diesem Zeitraum innovationsfreudig bleiben. Zitat Ende. Das ist für mich der entscheidende Punkt. Es wird nicht irgendwo am Bürokratenschreibtisch festgelegt, womit man in 10, 15 Jahren Auto fährt. Das ist eine Frage, die müssen Wissenschaftler, Forschung, Entwicklung eben auch klären. Karl Benz ist 1888 nicht durch Mannheim mit dem ersten Auto gefahren, weil das 15 Jahre vorher irgendwo von der Regierung festgelegt worden ist, sondern weil Innovationen, Ideen, Forscher, Entwickler dafür gesorgt haben, dass man vorankommt. Das, was momentan in Brüssel passiert, ist eine einseitige Vorfestlegung. Und deswegen unser ganz klarer Appell, die dringliche Bitte, auch im Interesse des Saarlandes, sorgen Sie bitte dafür, dass die Bundesregierung den Trilog im Herbst dafür nutzt, dass es technologieoffen funktioniert. Das Aus des Verbrenners wäre für das Saarland ein großes Desaster. Das heißt, Herr Kommersholz zum Beispiel auch, dass man Ansiedlungsvorhaben ordentlich planen sollte. Das heißt das auch, sehr richtig. Können wir sehr gerne diskutieren. Sie haben ja gleich Gelegenheit, sich dazu zu äußern. Und deswegen, meine Damen und Herren, Politik der Mitte, das heißt auf der einen Seite, weil jetzt noch eine Minute Redezeit bleibt, es geht nicht darum, irgendeinen Dunst zu atmen, es gäbe keinen menschengemachten Klimawandel, aber es geht eben auch darum, nicht einseitige Festlegungen zu treffen hinsichtlich des Antriebsdrangs der Zukunft. Wir stehen dafür, dass wir die großen Chancen, die auch mit dem Umbau hin zur grünen Wirtschaft verbunden sind, nutzen als Bundesrepublik, als Saarland. Wir haben alle Chancen, unser Potenzial dafür auch auszuschöpfen. Es kann nicht alles so bleiben, wie es ist. Manches, und ich meine, vieles muss sich ändern. Moderne Mobilität von morgen muss sauber sein für Mensch, Natur und Umwelt, muss das Klima weniger belasten als heute. Moderne Mobilität von morgen muss bezahlbar sein. Mobilität von morgen, ich sage ganz bewusst, heißt auch persönliche, individuelle Mobilität. Und drittens, moderne Mobilität von morgen, die wird nicht irgendwo am Schreibtisch von Regierungen festgelegt. Das entsteht in den Köpfen, in den Ideen von Forschern und Entwicklern. Wir glauben jedenfalls, sollten Sie unseren Antrag ablehnen, sorgen Sie zumindest dafür am Ende, dass Sie sich mit Ihren Mitteln einsetzen, im Herbst dafür zu sorgen, dass die Bundesregierung Herr Speicher, eine Technologie. Ihre Redezeit ist zu Ende. Ich bitte Sie zum Schluss zu kommen. Ich bin am letzten Satz, Frau Präsidentin. Auch wenn Sie aus parteipolitischen Gründen den Antrag heute ablehnen sollten von uns, sorgen Sie zumindest dafür, dass im Herbst im Trilog die Bundesregierung für die Interessen des Saarlandes entscheidet. Vielen Dank.